Wer soll gewünscht werden? Ich möchte erstmal, ist die Frau Renninger schon hier? Wollen Sie mal kurz einfach ein paar Worte darüber sagen, wo wir hier sind? Weil die Frau Renninger ist hier die Hausherrin. Also. Ja, freut mich, dass Ihnen hier gefällt bei uns. Herzlich willkommen. Mein Kollege war gestern die ganze Zeit da, haben Sie vielleicht auch gesehen. Und wir finden es schön, dass Sie da sind und Sie sind in einem ganz neuen Haus. Wir haben erst Ende April hier wieder eröffnet. Das ist ein Haus der evangelischen Kirche, Bildung, Kultur und Spiritualität. Und ich würde nachher auch was anbieten in Ihrer Sessionplanung. Wir haben gestern gehört, dass es vielleicht auch ganz schön wäre oder interessant wäre, für mich hier darüber was zu hören. Das machen wir nachher, glaube ich. Ne? Gut. Daniel ist heute da. Daniel hat mir Ende November eine E-Mail geschrieben. Jan Mietholfs-Arlich. Kriege schon den Namen nicht mehr auf die Reihe. Also ihr seht, meine Nacht war auch etwas kürzer. Den Herrn Arlichs. So. Und er hat mir den Kontakt hierher vermittelt. Ohne ihn wären wir auch heute nicht hier. Also dafür ganz vielen Dank. Noch ein Dank an Andreas Graf von Bühl, der hat uns heute eine Fotobox noch gesponsert. Also wir haben heute einen Fotografen unten, wo er so ein bisschen so mit gefakten Bärten und so ein bisschen Schabernack treiben könnte. Er hält das gerade hier hoch, ja. Solche Sachen kriegt ihr dann da. Und die Bilder kommen danach auf unsere Facebook-Seite. So, und dann haben wir noch einen anderen VIP heute Morgen zu begrüßen. Manche haben das doch gestern Abend mitbekommen. Wir hatten die Premiere der Kuckucksuhr 2.0. Und wenn man jemand etwas mit Baby jetzt twittern kann, der ist etwas schüchtern und leise. Und vielleicht, wenn ihr ganz still seid. Ja. Jetzt verschickt, dann kommt der Twit-Kuckuck hinaus. Dann haben wir den Vogel. Ganz kurz ein paar organisatorische Dinge, bevor wir dann eigentlich gleich mit der Sessionplanung starten. Ein Hinweis, den ich bekommen habe, hier gibt es einige, ich nenne sie mal soziale Gäste, wo man auch hier vom Haus aus nicht unbedingt wünscht, dass das sich etabliert, dass die sich hier mal am Buffet bedienen. Also wenn ihr unten am Empfang sitzt, achtet bitte drauf, dass nur die Leute hier reinkommen, die auch wirklich hier zur Veranstaltung gehören, dass das nicht einweist. Dann möchte ich euch bitten, die Namensschilder unten am Empfang, wenn ihr geht, wieder abzugeben. Die können wir dann einfach die Höhlen wiederverwenden nächstes Jahr. Also einfach dort unten auf den Tisch legen. Er zwitschert unterfröhlich. Heute Abend, die noch da sind, wir machen das so, wir machen um 16 Uhr hier im Anschluss an die Sessions, machen wir hier eine Abschlussrunde. Abschlussrunde, nochmal ganz wichtig, heißt für euch, ihr müsst da nichts Tolles präsentieren. Ja, ihr habt genauso wenig Druck wie gestern, es ist eine Abschlussrunde, wie hat es euch gefallen, was wollt ihr das nächste Mal anders haben, etc. pp. Ihr wollt WLAN, sowas. Steht schon auf meiner Liste, dass wir da nächstes Jahr ein bisschen was anderes machen. Und wir hatten gestern noch einen Florist dabei, der hat auch abends Werwolf gespielt und war der. Ja, also wenn der sich mal bei mir melden kann und ihm sagt, wer das ist. So, ist heute nicht da. Also dann mir am besten, dann schickst du mir eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten. Gut, dass ich das wieder zugeordnet bekomme. Wir haben noch eine Idee, wer hatte die in Köln? An den Becherparkplatz geklaut. Ja, also wenn ihr euren Becher bitte mit dem Namen beschriftet, unten gibt es einen Tisch, Becherparkplatz. Wenn ihr sie eine Weile nicht verwendet, dann dort parken, dann müsst ihr nicht so viele Becher vernichten. Und Jochen war so nett, in den Räumen leere Kästen hinzustellen. Sprich, wenn ihr Flaschen habt, schmeißt die leer sind, bitte nicht in den Müll werfen, sondern in die Kästen stellen, dass wir die danach dann wieder einsammeln können. Und last but not least, wir haben noch ein Problem mit einem Mac. Wer sich mit Mac und Software auf dem Mac gut auskennt, Beamer-Ansteuerung,
bitte bei Julia, wo sitzt du? Da hinten. Einmal Julia helfen, wer kann das machen? Ist Andreas schon da zum Beispiel? Ah, gut. Ja, kümmerst du dich da bitte drum. Ist irgendein Softwareproblem, soweit ich das beurteilen kann. Gut, dann kommen wir etwas mehr zum Inhalt. Es sei denn, ich habe noch was vergessen. Irgendwas, was ich noch sagen muss. Kekse. Ah, danke schön. Gutes Stichwort. Genau. Also, wenn ihr gestern noch nicht da wart, genau. Wir verknüpfen es mal mit der Frage, wer ist heute Morgen neu dabei? Mal kurz bitte aufzeigen. Okay, das sind ein paar. Ihr lasst euch bitte unten, falls ihr es noch nicht habt, einen Keks geben. Auf dem Keks steht ein Tiername. Ihr sucht dieses korrespondierende Tier. Und dann könnt ihr etwas gewinnen. So. Wer von euch, die sich gerade aufgemeldet haben, ist das erste Mal überhaupt auf einem Barcamp? Okay, also dann sage ich euch ganz kurz den wichtigsten Satz zum Barcamp, nämlich was ein Barcamp ist, und das seid ihr. Ja? Also es geht darum heute, dass ihr eure Themen einbringt, eure Fragen, eure Wünsche. Das machen wir gleich in der Sessionplanung, dann schaue ich das einfach kurz an. Ihr dürft auch einfach eure Themen reinbringen. Das ist ganz einfach, es ist sehr niederschwellig, ihr müsst auch nicht Experte für ein Thema sein. Ihr könnt auch einfach eine Frage zum Beispiel stellen, wenn ihr die beantwortet haben möchtet. So, und das machen wir gleich, indem wir dieses Board hier füllen. Ich sage noch kurz was zum Zeitplan. Wir haben 11 Uhr, 12 Uhr, 13, 14 und 15 Uhr wieder die Sessions. Ab, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 12.30 Uhr steht unten wieder Mittagessen bereit. Wir machen das so wie gestern. Vielleicht ein bisschen disziplinierter, dass ihr darauf achtet, dass es um 13 Uhr mit den Sessions weitergeht. Also nehmt euch hier im Zweifelsfall die Sessions was mit und macht entweder hier oder hier selbstständig eine Pause, dass sich das am Buffet auch etwas verteilt. So, dann bei den Räumen, die stelle ich jetzt nicht nochmal alle vor, weil wenn ihr welche nicht findet, dann könnt ihr immer wiederum fragen, die Leute, die gestern auch schon da waren. Ein Raum ist neu, das ist der Raum, der heißt nur Sonntag, weil wir haben ihn nur heute. Und der ist unten, wenn ihr hinterlauft Richtung Indux und Mosaik, ich weiß nicht, warum er hier vorne hängt, ist aber wurscht. Da kommt vorher der Raum nur Sonntag, steht auch ein Schild dran. Und beim Raum bleibt gesund, Camp, das nochmal für alle, weil das gab letztes Mal wohl etwas Verwirrung. Hier den Gang, das Treffenhaus bis in den dritten Stock hoch. Und dann einmal der Beschilderung folgend rumlaufen. Nicht irgendwo unten schon rumlaufen und dann versuchen hochzukommen. Das geht schief. So, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Gut. Ja. Ergänzung, Frage, Anmerkung? Dann? Den Code-Snippet, den stelle ich danach auf der Webseite zur Verfügung. Also gebt mir da irgendwie so einen Tag oder so, bis der dann kommt. Genau, also für die, die neu sind, hier in der Mitte, ja, sind die Zettel. Also wenn ihr eine Session anbieten möchtet, nehmt euch einen Zettel, schreibt euren Namen drauf, das Thema draufschreiben und dann einfach hier eine Schlange bilden. Und noch ein kleines Geheimnis, während die hier alle gerade vorkommen. Es sind aber noch ein paar weniger. Wir sind heute weniger Leute. Und für gemeinhin spricht man dann vom Qualitätssonntag. Ja? Also es ist wirklich erfahrungsgemäß so, sonntags sind weniger Leute da als gestern, das seht ihr ganz offensichtlich. Aber die Sessions sind meistens sehr viel intensiver, sehr viel spannender, nochmal häufig Vertiefung vom ersten Tag. Also das sagt überhaupt nichts über die Qualität aus, dass wir heute weniger Leute sind. So, und damit, Thorsten, du hast dein Namensschild verloren. So, kommt mit. Moin, ich bringe gleich wieder zwei Sessions an, weil ich gleich wieder arbeiten muss. Die erste Session, Twitter im Katastropheneinsatz. Ich möchte euch mal so ein bisschen was aus dem Background berichten, wie wir Twitter genutzt haben im Sommer letzten Jahres bei dem Elbehochwasser 2013 in Magdeburg, was ich da für Erfahrungen mit einem inoffiziellen Regionalaccount gemacht habe und welche
Konsequenzen man da aus dieser Nutzung ziehen kann. Bestünde da Interesse? Okay. Die zweite Session, gestern haben wir über Ich muss gleich wieder arbeiten für euch. Die zweite Session, gestern haben wir über Sparen beim Bahnfahren geredet. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wenn ihr Interesse habt, wie man entspannt Bahn fährt. Siehst du, dann erkläre ich dir, warum das gar nicht so schlimm ist. Wenn jemand wissen möchte, wie man ganz entspannt Bahn fährt, wie man sich auch Verspätungen zunutze machen kann, der wäre für die Session gut geeignet. Habt ihr da Interesse dran? Okay, alles klar.